السلام عليكم أخي أحمد. عليكم السلام. السلام عليكم. هلو بيبسو. دانيال. هلو. هلو دانيال. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tut ihr bitte die ganzen Handys in diese Tüte. Liebe Brüder, heute sprechen wir über unsere Akida und unsere Nefs. Vor allem geht es um unser Ego. Das Ego des Menschen. Und die Hindernisse, welche sie im Glauben darstellen. Wieso versteckt ihr eure Handys? Noch selber. Warum versteckt ihr eure Handys? Achi, vor 2 Wochen wurde ein Bruder von uns in Nürnberg festgenommen, nur weil er beim Islamunterricht war. Sie haben sein Handy abgehört und aus einem einfachen Unterricht in dessen Schülern eine Terrorzelle gemacht. Er saß im Gefängnis. Und gestern erst haben sie ihn wieder freigelassen, weil er natürlich kein Terrorist war. Ja, aber so wie es macht, ist nicht richtig. Was machen wir nicht richtig? Naja, also wenn ihr eure Handys ausmacht und dann irgendwann wieder an, ist ja immer noch die gleiche Uhrzeit dran. Das heißt, ihr müsst den Akku rausnehmen, die SIM-Karte und am besten macht ihr dann die Handys in einen anderen Raum, neben Radio oder so. Und dreht der Musik auf. Woher weißt du das? Ich hab Elektrotechnik studiert. Nicht schlecht. Mach schon. Jamal, machst du das bitte?